Er glaubt, jetzt wieder etwas gut machen zu müssen. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, das Ende bisschen 0815. Ne? Jimmy kriegt sein Mädchen. Matt und Valerian geht's gut und sie führen das Volk zu Wohlstand und Reichtum. Artanis hat sein Volk vereint, bis auf die Tal'Darim, aber die leben jetzt wohl auch glücklich. Alaric selbst hat versucht, seine eigene Welt aufzubauen für seine Tal'Darim, aber bringt jetzt auch nicht mehr einfach nur nicht alle seine politischen Gegner um, sondern gibt ihnen die Möglichkeit, sich den Unified Protoss anzuschließen. Zagara erweist sich als würdige Nachfolgerin für Kerrigan. Ja, alles, das ist alles vielleicht ein bisschen viel Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich weiß nicht, es ist ein runder Abschluss. Sie lassen klar natürlich nach wie vor offene Fragen, die gibt es halt immer. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine Geschichte gelesen, die nach dem Ende nicht offene Fragen gelassen hätte. Das ist auch normal. Ne? Man kann einfach nicht alles beenden. Außer man lässt es eben einfach ultimativ enden. Ne? Sonst, also wirklich hier Universum und vorbei. Ne? Aber ansonsten gibt es da wohl kaum Möglichkeiten, das endgültig zu beenden. Insgesamt gefiel mir jetzt die Legacy of the Void-Kampagne sehr gut. Ich fand die recht abwechslungsreich. Es gab ein paar repetitive Missionen, wo es immer wieder hieß, zerstöre diese drei Sachen in dem und dem Zeitraum oder so. Also das, aber ich hatte ja schon mal drüber gesprochen in einem der früheren Streams, dass ich denke, das ist nun für das Genre normal. Es handelt sich nun mal um Real-Time-Strategy. Es geht darum, Basen aufzubauen und taktische oder strategische Ziele, militärische Ziele, auch mit militärischer Gewalt zu zerstören. Von daher gibt es halt nicht unendlich viele Möglichkeiten für Missionsdesign. Ne? Ich persönlich hätte mir, glaube ich, nochmal die ein oder andere Mission gewünscht, in der man mehr mit einer begrenzten Menge an Units nochmal unterwegs ist oder eben mit den Hero-Units. Da gab es nicht so viele, aber das ist natürlich auch Geschmacksfrage. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, die fand ich gerade kacke und da hätte ich lieber nochmal andere gehabt. Aber ich hatte das Gefühl, davon gab es nicht so viele. Es gab eben die eine mit Artanis und Kerrigan selbst. Dann gab es eben noch diese kleinen Mini-Missionen, wo wir so drei unterschiedliche Ziele stürmen mussten und da immer nur so eine begrenzte Menge an Einheiten hatten. Fand's auch schön, dass sie jetzt zum Schluss nochmal eben diese drei Epilog-Missionen eingebaut haben, wo du jede Rasse noch einmal spielen konntest, so zum Abschied quasi. Und die Missionen waren auch recht episch. Ich habe sie jetzt ja nur auf normal gespielt, hatte trotzdem das ein oder andere Problem, gerade jetzt in der letzten Mission. Also ganz ehrlich, diese letzte Epilog-Mission möchte ich, glaube ich, nicht auf Brutal spielen. Das ist schon echt hart. Nicht nur, dass man ja eben so wahnsinnig viele Einheiten produzieren muss, die man aber auch wieder verliert in dem Kampf. Man muss ja auch gleichzeitig fast an mehreren Ecken gleichzeitig sein, um diese Kristalle einreißen zu können. Muss seine eigenen Basen aber noch beschützen und irgendwann kriegt man sie dann einfach von Aemon weggeknuspert. Das heißt also, man hängt ja doch mehr oder minder an einem Zeitlimit. Wenn man zu lange wartet, dann greift Aemon immer wieder die heimischen Basen an. Und es gibt ja auf der Karte keine weiteren Basen mehr, die man einnehmen kann, außer den dreien, die ich da jetzt eben schon links und rechts hatte. Das heißt also, dann ist es einfach vorbei. Ne? Wenn er dir halt wirklich alle Basen weggeknuspert hat, dann hast du nur noch die paar Units, die du hast. Und dann ist halt Ende. Ne? Dann war es das halt. Also, ja, ansonsten schon bestimmt ein bisschen Timer-Besessenheit in dieser Mission. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht mal so schlimm. Klar, wenn man natürlich versucht, die Spiele auf Brutal zu lösen, ist es sicherlich ein Problem, dann auch noch gleichzeitig ein gewisses Time-Limit einzuhalten. Aber ansonsten finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm. Das sorgt einfach dafür, dass die Missionen auch nicht so ewig lang werden, dass man eben nicht so 2 Stunden daran spielt, wie das bei manchen Brood War-Missionen noch der Fall war. Und die Brood War-Missionen habe ich ja jetzt vor kurzem erst nochmal alle komplett durchgespielt. Gerade die letzten Zerg-Missionen haben fast alle 1,5 bis 2 Stunden Ingame-Spielzeit gebraucht. Also das war halt übel. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, klar, manchen gefällt das vielleicht, solche epischen Schlachten. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich finde da nicht sonderlich episch dran. Also das ist dann irgendwann doch auch ziemlich nervtötend. Wenn man einfach durch eine gewisse Turtle Wall, die halt der Computer von Anfang an der KI zur Verfügung gestellt hat,
nicht durchbrechen kann. Das nervt dann einfach. Tja, jetzt ist es vorbei, Legacy of the Void, die Kampagne und die Gesamthandlung. Wie gesagt, sie haben dem Ganzen jetzt einen ziemlich runden Abschluss gegeben seit der Brood War-Zeit. Amon ist jetzt endgültig erledigt. Kerrigan, jetzt eine Zelnaga. Wie gesagt, was das jetzt war, was Jimmy da zum Schluss gesehen hat, ist Bestandteil vieler verschiedener Interpretationen. Ich persönlich würde einfach sagen, mit der Macht, die Kerrigan da zur Verfügung hat als Zelnaga, hat sie ihm einfach so eine Art ja, Host-Körper vielleicht geschickt. Wenn man will, Amon hat sich ja selbst eben in unserer Welt, jenseits der Void, versucht, seinen eigenen hybriden Körper zusammenzubasteln, der ihn halten könnte. Da nun Kerrigan offensichtlich über solche Möglichkeiten verfügt, wie die Zelnaga, und die Zelnaga ja letztendlich Leben erschaffen haben, ne? Die Protoss, die Zerg, hat wohl auch sie diese Möglichkeit. Und dann wird es für sie wohl auch ein verhältnismäßig einfaches sein, einen menschlichen Körper zu rekonstruieren, den sie ja kannte, der ihr ja früher einmal selbst gehörte, und entweder sich komplett oder zumindest Teile von sich selbst dort hinein zu projizieren, um das eben Jim zu schicken. Warum das 2 Jahre gedauert hat, ist ja, das sind diese offenen Fragen, auf die werden wir halt niemals eine Antwort kriegen. Ich finde es aber nicht sonderlich unrealistisch, sondern gut gemacht. Also davon ausgehend, dass Kerrigan nun mal, wie wir ja gesehen haben, gegen Amon gewonnen hat, gehört ja im Grunde die Void dann ihr. Und mit den Kräften der Zelnaga, auch den Schaffenskräften der Zelnaga, hat sie ja jede Menge Möglichkeiten, wie man dann ja auch zum Schluss gesehen hat, zum Beispiel auf alten, verkümmerten, zerstörten Welten, die sie eben auch zerstört hatte als Queen of Blades, wieder ein bisschen Retribution zu leisten, ein bisschen Wiedergutmachung. Ja, Missionsgesang fiel mir gut, die Story fand ich auch wirklich mehr als okay, also überraschte mit ein, zwei Wendungen, die ich nicht so erwartet hatte. Wir hatten ein paar schöne Dialoge zwischen den einzelnen Charakteren, besonders zwischen Artanis und Vorazoon, zwischen Artanis und ja, dem geklonten Phoenix. Und natürlich auch zwischen Artanis und Alaric. Also da waren ein paar schöne Dialoge dabei. Einige von den Dialogen behandelten sicherlich Themen, die Science-Fiction-Fans nicht unbekannt vorkommen werden, sondern einige sind dann, das ist natürlich immer das Problem mit Klischees, wenn man eine Handlung als klischeeisiert abtut, dann muss man natürlich diesen Klischees auch häufig ausgesetzt gewesen sein. Das erklärt sicherlich auch die unterschiedlichen Rezeptionen dieser Geschichte, weil einige Leute mit diesen Ideen vielleicht noch nie konfrontiert worden sind, bevor sie StarCraft 2 gespielt haben. Und für die sind das dann natürlich ganz tolle neue Denkansätze. Andere Leute, die zum Beispiel eben Freunde von Philip K. Dick sind, werden natürlich nur mit einem müden Lächeln auf solche Dialoge wie den zwischen Artanis und Phoenix gucken, weil sie alle Ideen, die da drin vorkommen, einfach schon mal gesehen haben und sich ihnen da nichts Neues bietet. Das ist dann mehr so eine nette Reminiszenz. Aber ich sage, das ist halt unfair. Es ist natürlich unfair, einfach dann irgendetwas so zu verurteilen als klischeeisiert oder zu simpel gemacht oder unoriginell oder uninspiriert, wenn man natürlich immer auch betrachten muss, dass das sehr von der persönlichen Perspektive abhängig ist, unter der man das Spiel betrachtet. Und ansonsten fand ich, war die Geschichte zumindest gut aufgebaut. Da mögen jetzt, wenn man sich nochmal in das Lore hineinkniet, jede Menge Lücken und Löcher auffallen, jede Menge Ungereimtheiten, die vielleicht zwischen StarCraft 1 Vanilla, zwischen StarCraft 1 Brood War, dann zu Wings of Liberty hin über Heart of the Swarm bis eben zu Legacy of the Void letzten Endes Probleme aufwerfen, weil gewisse Dinge nicht zueinander passen. Das mag durchaus sein. Aber die Geschichte an sich jetzt hier über Legacy of the Void fand ich rund. Man merkte auch definitiv, dass die Autoren sich bemüht haben, Foreshadowing zu betreiben. Besonders die Sache mit der Carla fand ich dabei sehr gut gemacht, die eben im Eingangsvideo erwähnt wird. Und dann eben den Protoss lange Zeit zum Verhängnis wird, bevor sie eben erkennen, dass sie ihre Nerve Cords trennen müssen und damit im Grunde ihre komplette Kultur aufgeben.
bis zu dem Zeitpunkt und neu als Individuen existieren müssen. Und das ist auch an sich schon eigentlich eine faszinierende Idee, die auch dann gut umgesetzt wurde, fand ich, weil wir dann so viele unterschiedliche Charaktere hatten, die so auf so unterschiedliche Arten mit dieser Trennung umgegangen sind. Auf der einen Seite eben Roshanna, die absolut dagegen war, die sich auch bis zum Schluss lange Zeit weigerte, ihre Nerf Cords zu trennen. Atanis, der einfach die Notwendigkeit sah und dann eben begann, damit zu leben, auch wenn es ihm schwer fiel. Vorazun, die von Anfang an das gewohnt war als dunkle Templerin und niemals ein anderes Leben kannte. Und damit bekamen wir jede Menge Einblick in diese unterschiedlichen Situationen und diese unterschiedlichen Lebensansichten nach diesem krassen Umbruch in der Lebenswelt der Protoss. Also das fand ich schön. Das Zusammenschließen der verschiedenen Fraktionen, was ja letztendlich unvermeidbar war, um den großen Feind zu besiegen. Ja, und das vielleicht eigentlich das größte Problem nicht nur dieser Geschichte, sondern so vieler Geschichten, in denen es eben immer wieder ultimative Bösewichte gibt, die die ultimative Vernichtung des Universums wollen, weil sie halt böse sind. Und das Problem hat sicherlich nicht nur StarCraft. Das ist schade, das ist bedauerlich, dass es Spielefirmen, Filmfirmen, überhaupt jegliche Art von erzählendem Medium immer wieder auf diese Klischee-Bösewichte zurückgreift. Und Klischee kann man die nicht mal nennen, weil die haben eigentlich keinen Charakter. Sondern es sind einfach die Bösen und sie wollen alles kaputt machen, weil sie es halt können. Und das finde ich jedes Mal wieder bedauerlich. Wenn man sich überlegt, dass einfach mal ein gut ausgebauter Antagonist mit seinen eigenen Zielen und Ideen und seinen eigenen Ansichten der Welt zwar schon eine Bedrohung darstellt, die man auch aufhalten muss, aber eben es nicht immer unbedingt um die Zerstörung des ganzen Universums gehen muss. Aber wie gesagt, dieses Problem hat nicht nur StarCraft, dieses Problem haben im Grunde sämtliche Final Fantasy Spiele, weil es immer dasselbe ist. Dieses Problem hat... Ja, sogar Mass Effect hatte im Grunde das Problem, wobei es da, wie gesagt, ein bisschen intelligenter verkauft wurde. Es gibt zig Erzählungen, die genau dieses Problem haben. Ein Böser, der einfach alles vernichten will, weil er es halt kann. Und weil er es halt will. Oder weil ihn seine Mama irgendwie nicht lange genug an der Brust genährt hat. Oder weiß der Geier, wo ihm der Furz quer sitzt. Aber das ist, wie gesagt, immer ein bisschen uninspiriert. Und könnte eine Geschichte so massiv aufwerten. Gute Antagonisten machen Geschichten einfach sowas von spannend und interessant, dass ich das jedes Mal bedauerlich finde, dass so eine Chance nicht genutzt wurde. Man hätte auch einen realistischeren Antagonisten einbauen können und damit die Geschichte eben nur noch besser gemacht. Also warum soll ich das nicht tun? Es ist halt Arbeit, es ist Aufwand. Die Geschichte ist nicht mehr so simpel. Und vielleicht ist das halt auch das Problem. Vielleicht legen ja solche Autoren tatsächlich solche komplexen Geschichten sogar ihren Studios vor. Und die schmettern das dann ab, weil sie einfach sagen, nö, unser Publikum will das nicht. Unser Publikum will lieber ganz simple, gut-böse Fronten. Also gebt uns sowas. Und dann schreiben die das halt. Und wir, die wir da sitzen und sagen, nee, wir gehören aber nicht zu dieser Riesenmenge an Publikum. Wir wollen nicht diese simplen Patchwork-Lösung, sondern wir möchten gerne eine komplexe, realistisch angehauchte Geschichte. Ich meine, es ist halt letzten Endes Science-Fiction. Also ich meine, Realismus ist hier immer so ein Problem. Trotzdem können Menschen realistisch sein. Also selbst wenn natürlich die Umgebung, in der sie leben, Science-Fiction ist, können trotzdem die Emotionen und Probleme von Menschen realistisch sein. Denn die haben sich auch in unseren letzten 2000 Jahren Menschheitsgeschichte und auch davor nicht großartig verändert. Menschen sind immer noch Menschen. Völlig egal, ob sie in unserer hochtechnologisierten Zeit leben oder ob sie im Mittelalter lebten. Die grundlegenden Probleme der Menschen, die sind zu jeder Zeit aktuell. Das beweisen ja nun auch Werke von Goethe, Werke von Shakespeare, Werke anderer großer Schriftsteller, die zwar zu anderen Zeiten spielen, aber ihre Aktualität nicht wirklich eingebüßt haben, wenn man halt ein paar Kleinigkeiten einfach mal wegschneidet von der Geschichte.
Ja, und das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt wirklich groß als Manko kritisieren würde bei dieser Geschichte. Wie gesagt, mir gefiel das Missionsdesign, die Missionen waren nicht ewig lang, durch den Timer wurden sie teilweise sogar künstlich, aber auch absichtlich kurz gehalten. Ich fand, wir hatten viele unterschiedliche Missionen. Ich fand die Charaktere schön ausgefeilt, wenn man sich die Zeit genommen hat, mit den einzelnen Charakteren zwischen den Missionen auch die Dialoge zu führen. Bekamen diese Charaktere auch ein Stück weit Tiefe, nicht alle so viel wie andere, aber insgesamt schon. Wie gesagt, man darf ja jetzt nun auch nicht die Tiefe einer ganzen Buchreihe oder sowas jetzt hier voraussetzen, wo man irgendwie hunderte von Seiten Zeit hat, einen Charakter von allen Seiten ausführlich zu beleuchten. Deswegen sage ich ja, also man muss es ja auch immer in dem Rahmen betrachten, in dem es erstellt wurde. Dann, ja, Qualität der Cutscenes, die waren unterhaltsam. Die Ideen, die teilweise eingeflochten wurden über, was bin ich, wenn ich ein Klon bin? Was ist mein reales Leben? Sind das meine Erinnerungen, wenn es nicht meine Erinnerungen sind? Was stelle ich damit an? Solche Prinzipien, Prinzipien über die Lehre, Prinzipien über die Kala, Prinzipien über das Leben miteinander als Individuum. Das waren eigentlich große Themenbereiche, die hier vermittelt werden sollten. Und die sind auch rübergekommen. Ja. Grafisch fand ich sehr schön gemacht. Musikalisch hatten sie sich eine ganze Menge neuen Soundtrack zusammengemixt. Tja. Und ansonsten eigentlich eben nur zu bemängeln, der etwas uninspirierte Bösewicht, der natürlich mal wieder auf möglichst imposante Weise abtreten musste, aber wenig Tiefgang besaß. Und das würde ich sagen, ist mein Resümee zu StarCraft 2 Legacy of the Void. Meiner Meinung nach, ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, der stärkste Teil der Trilogie, zusammen vielleicht mit Wings of Liberty. Wings of Liberty hatte natürlich viele Vorteile. Einerseits, weil es eben der erste Teil nach so vielen Jahren war. Andererseits, weil wir dieses Firefly-eske Setting haben, das mit der Country-Musik und allem anderen auch verkauft wurde. Auch eine ganze Menge Missionen hatten, die ebenfalls sehr abwechslungsreich waren. Aber ja, also ich würde sagen, mindestens genauso gut wie Wings of Liberty. Vielleicht sogar noch besser. Ich muss ganz ehrlich sagen, von allen drei Kampagnen würde ich, glaube ich, Legacy of the Void jetzt tatsächlich nochmal am liebsten wieder spielen. Muss allerdings auch dazu sagen, dass natürlich ich Wings of Liberty auch schon mehrfach als Kampagne durchgespielt habe und es sich von daher ein bisschen abgenutzt hat. Ich denke, die meisten sind sich wohl einig darüber, dass Heart of the Swarm definitiv die schlechteste Kampagne beinhaltet. Und jetzt steht im Grunde eigentlich noch der Multiplayer an. Da